Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Mittwoch, der 28. August. Jo, wie gesagt, hier immer noch der alte Kämpfer. Jetzt habe ich gerade hier die blaue Presse angehängt. Ziehe mir jetzt raus, drehe, wegfahren, so wie immer. Und was haben wir dann? Achso, dann fahren wir noch ein bisschen Holz. Naja, wie das halt so wird. Also, ziehen wir den Apparat mal raus. Machen wir leer. Das war halt immer das Schöne hier beim alten Auto. Wenn es ein bisschen schwer wird, geht er vorne hoch. Das macht der neue nicht, aber hier der alte. Und bei dem ganz alten war das immer gut, da konnten wir schön die Vorderachs schmieren. So, dann gucke ich, dass ich mir nicht hängen bleibe. Wenn ich jetzt hin abgesetzt habe, muss ich erst die Deckel zumachen. Weil, jo, ist jetzt noch auf. Wie gesagt, sonst mache ich das immer mit der Fernbedienung. Dann stehe ich hinten dabei, dann kann ich erst den Deckel zumachen, aber. Da wir hier keine Fernbedienung haben, muss ich das dann, ja, wie gesagt, da hinten zumachen, wenn ich hier rumdrehe. Ist aber alles kein Problem. So. Schon haben wir es geschafft. So, Deckel habe ich gerade zugemacht. Stehen wir vorne ein bisschen in die Luft. Ist aber nicht schlimm. Also das Auto geht davon nicht kaputt. Falls da jetzt Bedenken kommen, das ist eigentlich Standard. So, die Presse steht wieder an ihrem Platz. Jetzt bin ich an der nächsten Baustelle. Und hier sieht es so aus. Hier sieht es eigentlich immer so aus. Das sind so ja, Kabelrollen. Trommeln, Dinger. Meistens in der Mitte Pappe, außenrum so Sperrholz. Und ja, müssen wir erstmal ein bisschen abladen. Weil ob ich das hier sage oder nicht. Das ist immer so. Ich lade es halt da immer ab und die lade es immer wieder ein. Wenn es Spaß macht. Also lade ich erstmal ab und dann ja, fahren wir den weg. So, ich habe das dann mal abgeladen rundherum. Sieht ja schon besser aus. So können wir den fahren. Weil mir das ein bisschen mit Systemlade wird, ging das doppelt rein. Aber ist das wurscht, ich muss den nur fahren. Also machen wir jetzt aufs Auto. Fahren wir weg. So, jetzt hier auf dem Mittag habe ich noch mal einen Zug Grünschnitt geladen. Jetzt ist er nur. Wir mal ab. Und hier bei dem alten Auto ist es so, ich habe keinen langen Hebel am Zugmaul wie bei meinem. Deshalb hier Spezialwerkzeug.
Aber wer das kennt hier mit dem kurzen Hebel, hier mit der Hand ist schon Murks. Und wenn es noch ein bisschen klemmt, ist noch mehr Murks. Deshalb mache ich das so. Zack, dann tut das kein weh. Gucken wir gleich wieder weg, sonst vergessen wir nachher. Fällt er irgendwo runter. Einmal in die Geräuschkiste. Zack. So, altbekanntes Spiel. Strom raus. So, das war's. Jetzt fahren wir den runter, mach den vom Anhänger erst leer und dann vorne den. So wie gehabt. Oh, ist das schön kalt hier. Was haben wir draußen? 35 Grad. Oh ja, weiß nicht, ob das ganz stimmt. Aber 31 bestimmt. So, mach ich später nochmal an. So, bin wieder zurück. Jetzt will ich abhängen. Und vorhin hier beim Zumachen, bei dem Container auf dem Anhänger, ich weiß nicht, ob man sieht, da oben ist ein Spalt. Da ist die Tür nicht richtig zu. Ich denke mal, dass man sieht da oben, die in Fahrtrichtung linke Tür quasi, hat da oben ganz schöne Knick. Dass da eventuell hier beim Einladen, beim Drücken, dass da oben ja, die Tür verdrückt worden ist. Auf jeden Fall kriege ich sie so einfach nicht zu. Es ist genau oben davor. Ist jetzt für die Heimfahrt zwar nicht perfekt, aber ist ja leer, was soll passieren. Und dann müssen wir halt, bevor wir den nächste Mal nehmen, wir halt mit dem Bagger mal drücken oben und dann vielleicht haut es wieder hin. Also hier Spezialwerkzeug, war schon im Einsatz, der ist auf. Das brauchen wir zwei hin. Aber das habe ich ja schon 100 Mal gezeigt hier. Da hänge ich jetzt mal ab und dann machen wir erstmal Feierabend. Morgen geht's weiter. Donnerstag, 29. August. Jetzt hier den 34er, wo gestern der Grünsche drin war, abgestellt. Jetzt nehmen wir vorne den 8er. Den kippe ich aus, weil ich muss nämlich jetzt einen 8er stellen. Und dann geht das hier in einem Aufwasch quasi den auskippen, dann ist der leer. Und wir haben vom Hof. So, so einfach machen wir das jetzt hier. So, ziehen wir den mal an. Ah, jetzt habe ich die falsche Hand. Geht nämlich mein Arm nicht hoch. So, jetzt aber. Jetzt könnte was werden. Zack. Jetzt haben wir. Oh, lala. Die Bremse zu. Das ist schon natürlich voll die Sonne gespiegelt hier. Sehr mit Bohren aus auf. So, wenn man die Sonne guckt hier, sieht man Rohrnaut.
rum. Jetzt klappt's. So, machen wir leer und dann stellen wir. So, haben wir die Woche eigentlich schon mal Klärschlamm gefahren? Oh, ich glaube schon. Stimmt. Letztes Mal war der Platz leer. Einen haben wir gekippt. Ich meine, das hätte ich gefilmt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das jetzt hier schon drin war oder ob das noch in dem letzten Video war. Aber egal, fahren wir halt heute noch immer. Klärschlamm sind wir gut. Jetzt kippen wir mal dann schön daneben. Also, so machen wir jetzt erstmal, halt, ich muss Pumpe an, machen wir jetzt erstmal die Tür auf und dann fällt da hinten wieder was raus und dann können wir nochmal wahrscheinlich ein bisschen dichter Ecke, müssen wir aber gucken. Oh, so kann das funktionieren. Aber dann fällt das erstmal hier hin. Dann fahre ich noch ein bisschen dichter nach hier. Weil, ja, es läuft halt einfach ein bisschen auseinander, das Zeug. Ist so. So. Nichts passieren. Wenn der voll ist bis oben hin, dann kommt immerhin so 20-30 cm, bricht ab, fällt dann raus. Oh ja. So, also hier noch einhängen. Ja. Lassen wir die Kamera mal hier. Man hat alles schon 100 Mal gesehen. So, nach dem Mittag. Hier vorne habe ich die Presse vom Kunde drauf mit Papier. Pinne. Das ist der 25er von uns. Ein Lager mit Papier. Den nehme ich mit. Und dann gibt das eine Fahrt. Zack. So. Der ist neu, der kommt jetzt wieder raus, weil der alte, der hat gehängt, aber der geht wieder. So, 25er, schön zu, einwandfrei. Hier vorne sind die Pinocles drin, dass der nicht weiter fährt, steht ja schön mittig. So kann man arbeiten. So, Abfahrt. So, Papiertour beendet, Presse zurück. Jetzt habe ich gerade hier nochmal einen mit Fenster geholt, beziehungsweise mit Türen. Das ist der Kamerad hier. Die müssen hier die Tare nochmal kaputt gemacht werden. Das ist aber kein Achter,
Das ist ein Zehner, wo ist ein Schild? Ne, da irgendwo ist ein Schild. Hier. Der hat 9,6 Kubik, steht da. Ja, also ein Zehner. Ich weiß gar nicht, warum wir den haben. Wir haben ihn auf jeden Fall. Und ja, wie ich den halt gestellt habe, beziehungsweise getauscht habe, stand der vorne, habe ich den mitgenommen. Ansonsten, die anderen halt sind alles 8er. Das ist, wie gesagt, das Einzelstück hier schmal und lang. Die anderen sind immer die, ja, die gleiche Bauart, gleiche Modell von Behringer. Und die zwei hier, links, rechts der, das sind die zwei Einzelstücke, die wir haben. Aber ich meine, so ein Zehner, das geht auch. Der ist halt wieder so lang, dass man einfach aufziehen kann. Den brauchen wir nicht zu knicken. Das ist der Vorteil von dem. Das ist genau das, ja, dasselbe Vorteil quasi wie der 362. Jo. So, haben wir den Tag heute beendet bei wie viel Grad? Wo steht's? 35. Naja. Hier drin nicht, aber draußen. So, machen wir jetzt mal Feierabend. Und ich sage bis morgen. Freitag, 30. August. Also, ob man sieht, hinten ist Split drauf. Der muss jetzt ausgeliefert werden. Jetzt fahren wir mal über die Waage, dass wir wissen, wie viel wir haben. Oh, je. Beziehungsweise 8 Tonnen wollte der Kunde haben. Und dann ja, gucken wir mal, ob es hinhaut. Und dann wird der quasi ausgeliefert. Und der Container bleibt dann da stehen. So ist das erste Mal quasi die erste Fahrt. So. Jetzt haben wir 21,9. Kann man sehen. 21,9. Leer haben wir. Oh, was haben wir leer mit dem Auto? Puh, weiß ich jetzt gar nicht. Na, es könnte ungefähr hinhauen. Also mit 34er habe ich 15. Und die, ah, ich weiß nicht, muss mal Büro gucken, was sie ausgedruckt haben. So, weiter geht's. Wir fahren jetzt wieder Ausputz. Und zwar müssen wir jetzt wieder hier durch die schmale Einfahrt. So, immer Sonne im Spiegel, sehen wir nichts. Sodele. Jetzt machen wir mal das Spiegel rum. Hier habe ich gemacht. Bin ich nämlich mit dem Container mit dem Scharnier hängen geblieben. Halt, hol doch rückwärts. So, jetzt haben wir nämlich da im Spiegel ein bisschen Luft und hier noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das nämlich wesentlich besser. Zack, machen wir wieder raus. So. Jetzt zählen wir auf. Und dann kommt er auch wieder in die Biogasanlage. So viel dazu. So, letzte Tour. Container steht quasi da hin. Zwischen den Hütchen. Ja, von der Baufirma, die eigentlich hier was machen wollten, beziehungsweise im Stelldamm ist keiner da. Ja, dann habe ich das hier telefonisch mit der Mieterin, Hausbesitzerin und unser Dispo. Haben wir das geklärt, also stellen wir da hin. Ja, fahre ich mal wieder zurück. Ich habe eigentlich im Video schon mal so gesagt, weil das war es nämlich jetzt. Auto steht quasi hier am Platz, wo meins sonst normal steht. Meiner ist heute Morgen in die Werkstatt gekommen. Mal gucken, wann er fertig ist. Und das war es jetzt auch mit dem Video. Bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen.
und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, Horido.